Hallo Welt, da sind wir wieder hier auf dem Planeten Eos. Ja, und wir wollen in dieser Folge jetzt die Cat besiegen hier auf dem Planeten. Dafür müssen wir sie aber erstmal finden. Die Strahlenbelastung nimmt zu. Und da wir jetzt gut aufgeladen sind mit Waffen. Oh ja, das ging ja schnell. Ich frage mich, ob die Cat irgendwas Brauchbares gefunden haben. Sehen wir mal nach. Wo denn? Da unten? Treffen wir sie von hier? Versuchen wir doch mal, sowas Günstiges dahin zu schießen und gucken, ob es ankommt. Ja. Wir haben Ziele! Aber die können doch niemals so weit schießen, oder? Wir scheinbar auch nicht. Das kommt an, das dauert aber sehr lange. Aber die Ladegeschwindigkeit, das merkt man, dass das jetzt schneller geht. Da haben wir ja einen Skill, glaube ich, dafür genommen. Das hat ja vorher extrem lange gedauert. Ah, dann nehmen wir noch ein paar Skills. Aber die Entfernung ist jetzt ja schon sehr übertrieben hier. Von wo? Ach, da. Ja doch, wir treffen, das ist doch gut. Oh, was ist das? Nicht getroffen? Denn normal brauchen wir ja nur zwei Schuss. Wenn wir treffen, genau auf den Kopf. Ja, das bringt so nichts. Komm, einer weniger wenigstens. Naja, gut. Ich glaube, gegen den da haben wir sowieso im Moment keine Chance. Der ist doch ziemlich gut gepanzert wahrscheinlich. Ja, komm. Holen wir uns neue Munition und fahren etwas näher ran. Vorsicht hin oder her. Man kann es ja auch übertreiben mit der Vorsicht. Da oben liegt aber auch noch irgendetwas, oder? Mhm. Sieht mir aber nach einem Reliktteil aus. Und es ist die Frage, wie wir darauf kommen. Und ob wir überhaupt darauf kommen. Im Moment. Ja, wie gesagt, wir holen uns Munition und fahren da unten den Cat etwas entgegen. In der Vergangenheit war es ja so, dass die Strahlen belasten. Dass die Cat Nachschub erhalten haben, wenn wir uns von dort entfernt haben. Das heißt, wenn wir beim nächsten Mal dorthin kommen, sind wahrscheinlich die beiden, die wir gerade erwischt haben, schon wieder zurück. Ja, wir müssen unsere biotischen Fähigkeiten doch etwas noch verbessern.
Was ist denn eigentlich mit unserem Favoritensystem? Das könnten wir doch jetzt mal ausprobieren. Oh, da hat sich doch schon was geändert. Ah, jetzt haben wir nämlich nicht diese biotischen Fähigkeiten. Jetzt benutzen wir zum Beispiel unser Jetpack. Ja, okay, aber das hier ist ja... Ach so, das ist auch... Wenn wir hier so schnell nach vorne stürmen, das machen wir dann auch mittels Jetpack. Nur was ich jetzt... Ups, was ich jetzt... Schade finde, dass hier nicht beisteht. Hier steht Favorit 1, Favorit 2. Also wir müssen uns dann schon die Logos merken. 4 Logos sich zu merken oder 4 Eyecatcher oder Icons. Das sollte ja möglich sein. Also das ist die Technik hier. Das hier oben scheinen mir die biotischen Sachen eher zu sein. Aber das hier scheint mir ebenfalls Technik. Oh, Moment. Das war jetzt aber cool. Das ist hier nicht schlecht. Auch Biotik nochmal. Interessant wird es ja dann bei den Spezialfähigkeiten, die wir sonst noch zu vergeben haben. Aber das ist nicht schlecht. Biotik. Und zwar endlos. Nach vorne stürmen, nicht mit dem Jetpack, sondern mit Biotik. Gut, das ist das. Also auch gute Biotik-Eigenschaften. Und das nächste haben wir Favorit 4. Das sieht mir auch wieder nach Technik aus. Ja, da geht es auch wieder an die Technik. Unsichtbar nach vorne stürmen. Ja, gut. Aber viel zu schwach noch. Ich meine, das sind ein paar Millisekunden. Da können wir schon ein bisschen was rausholen. Wahrscheinlich können wir Folgendes machen. Ich vermute mal, dass wir Folgendes machen können. Hier sieht man zwar die Icons auch, aber man weiß nicht so genau, was dann dahinter steckt. Also was genau dahinter steckt, weiß man dann nicht. Mit der Zeit ja schon. Was wir jetzt eventuell machen können... Oh, jetzt fällt mir das auch erst auf, dass die Farben unterschiedlich sind. Also Favorit 1 hat links rot, rechts hier ist lila, das hier ist ganz gelb, das hier unten, das ist oben rot, hier unten lila und links gelb, das hier ist rechts rot. Moment mal. Ja gut, wir können zwar so jetzt durchschalten, aber in der Mitte die Symbole ändern sich nicht, denn die haben ja auch farbige Kreise drumherum. Also da könnte das dann ja so sein, dass der Favorit 3 hier zum Beispiel einen roten Kreis, einen gelben Kreis und einen lila Kreis hat. Und ich weiß jetzt gar nicht, welchen wir gerade ausgewählt haben. Steht das irgendwo, Favoriten? Ne, steht auch nicht. Oder? Wir sehen das nicht. Ja, ich glaube, damit hat es wohl zu tun, dass wenn wir das auswählen, dass wir dann, ja, das könnten biotische mal sehen. Das hier sind, gelb ist bestimmt Biotik dann, blau Technik und rot vielleicht Soldat oder sowas. Ja, und hierauf haben wir wahrscheinlich dann gute Präzisionsgewehrfähigkeiten gelegt. Das sollten wir uns nochmal ganz genau ansehen und die sinnvoll dann legen, damit wir gegen die vielen verschiedenen Gegner auch vernünftige Angriffe oder vielleicht sogar Angriffskombinationen ausführen können. Aber jetzt kümmern wir uns doch erstmal da unten um den Haufen. Können wir die nicht einfach überfahren? Das wäre viel einfacher. Versuchen wir das doch mal. Ah, das mit dem Überfahren klappt nicht ganz so gut. Zumal wir auch nicht so gut fahren können. Thank you.
Oha. Die haben ihre Haustiere hier. Die haben wir nicht. Das scheinen mir auch nicht so ganz ihre Haustiere zu sein, wenn sie darauf schießen. Vielleicht haben wir die Haustiere jetzt auf sie gehetzt. Das können wir uns doch zunutze machen, oder? Das war eigentlich schon gut hier oben drauf. Oh nein. Was sofort hier einsteigen. Cool! Was ist das denn? So was haben wir jetzt. Ein Schuss? Ehrlich? Das war's? Nicht schlecht. Das müssen wir uns merken, mit den Favoriten hier, das ist total genial. Ein bisschen umfangreich. Also sehr umfangreich sogar, aber dennoch sehr genial auch. Es sind ja immer noch welche. Oder schon wieder. Nein, wir brauchen doch mehr als einen Schuss. Na gut. Wo sind die anderen denn abgehauen? Naja, dann schießen wir hier ihn erstmal. Der hält aber immer was aus. Super. Netter Kopfschuss. Nochmal super, aber da müsste genau das noch. Oh, der ist aber auch interessant gekleidet. Ach, so einer ist das. Das hilft ihm nicht. Nur sehen könnten. Aha, das Geräusch hat sich gut angehört. Ich glaube, der ist schon hinüber jetzt. Und es war aber auch knapp. Ich frage mich nur, was unsere Drohne, was die kann. Sie wird uns hoffentlich reparieren. Ja, wir brauchen viele, viele Punkte, damit wir... Oh, da ist doch noch einer.
Der letzte? War das der letzte? Das Radar sagt ja. Kett-Helm, Kupfer haben wir hier und Kett-Legierung, so viel. Jetzt ist das Inventar also voll. Euer Inventar ist voll. Bitte zerlegen, zerstören oder verkaufen Sie Objekte, bevor Sie fortfahren. Verstrahlen wir, während wir das machen, oder? Mal sehen. Waffen, was haben wir denn da? Wir haben viele Mods für die Pistolen, für Sturmgewehre und für das Präzisionsgewehr. Dann haben wir dreimal diese Sturmgewehre. Sturmgewehre Kategorie. Achso, Moment. Ach, das sind drei unterschiedliche. Ja, da wollen wir doch keins davon vernichten. Schauen wir mal bei der Panzerung. Wie sieht es da aus? Brustpanzerung. Da haben wir. Auch nur unterschiedliche. Wir müssen die irgendwo unterbringen können, damit wir mal... Weltraumforscherpanzerung? Das ist doch mit Sicherheit eine, die viel kann. Ultra selten. Plus 15% Begegnung EP erhöhen, meine ich. Und plus 5% Waffenschaden. Scavenger-Panzerung... Ja, sowas verwerten wir doch jetzt nicht. Rebellenpanzerung, die haben wir gerade. Moment, was kann denn diese Scavenger-Panzerung? Plus 15 Waffengewicht, minus 15 Waffengewicht, 15%. Plus 15% maximale Munition und plus 10% Verkaufspreise. Hey, super, sowas können wir nicht zerlegen. Nein, das können wir vergessen. Und die hier, die tragen wir jetzt gerade. Mhm. Ja, das behalten wir auch. Kettpanzerung. Ich glaube, die wollten wir nochmal verbessern und uns angucken, wie sie ausschaut wenigstens. Initiative, Panzerung. Ja, die könnten wir eigentlich verwerten, denn plus 2% Begegnung, EP-Erhöhung. Da haben wir schon was viel Besseres jetzt. Ansonsten steht auch nicht dabei, was die sonst noch kann. Dann... Zerlegen wir die mal. Ah, was? Das ist ja genial. Dieses Objekt wird zerstört und liefert Folgendes, nämlich Universalgelbehälter 6. Und jetzt kommt's. Beryllium. Da haben wir es. 28 Teile sogar. Dann Fluorid 14 und Titan. Beryllium haben wir doch vor einigen Folgen mal gesucht. Das ist schön. Ja, vielleicht haben wir bei den Waffen auch noch mal so viel Glück. Haben wir vielleicht irgendwelche Präzisionsgewehre vielleicht doppelt irgendwas? Ja, unser Testgewehr hat sich ja schon als gar nicht mal so schlecht erwiesen. Die Incisor, ja, könnte man ja mal testen, aber... Ja, das ist das Problem, ich weiß nicht, welche diese... Ja, das steht dabei, selten und ungewöhnlich steht hier bei Präzisionsgewehr ungewöhnlich. Also behalten wir das mal lieber. Gefertigt, das behalten wir sowieso. Und hier haben wir Präzisionsgewehr selten. Das möchte ich auch nicht verwerten. Die gute alte Viper. Normalerweise, weil sie uns ein treuer Begleiter war, würde ich die ja ganz gerne behalten. Aber die können wir doch jetzt auch zerlegen. Ja. Okay. Kein Beryllium. Aber immerhin, dieses Objekt wird zerstört und liefert Folgendes. Universalgelbehälter 4, Eisen 16, Nickel 8, Vanadium 2. Okay. Verbrauchsobjekte. Ach so, was haben wir? Backup Erhöht die Lebenserhöhung. Und erlaubt, also Lebenserhaltung, und erlaubt unter gefährlichen Bedingungen länger außerhalb des Nomads zu überleben. So was haben wir. Hat keine Auswirkungen im Kampf. Das hätten wir doch schon längst nehmen können.
als wir letztens das Problem hatten, dass wir da diese Unfallstelle wollten wir doch untersuchen und da war doch alles so verstrahlt. 4 Stück haben wir davon. Ja, nicht schlecht. Dann behalten wir das. Ach, Moment mal, das können wir doch auch zu den... Nee, zu den Favoriten... Das können wir nicht auswählen irgendwie. Ich dachte, das könnten wir sonst mal auf 5 legen oder so, wo ich sehe, wir haben Brandmunition. Ja, aber nie benutzt. Merkwürdig, Kryomunition. Schildkondensat. Ach, das ist die Verbrauchsobjekte. Nein, das haben wir nie benutzt. Warum? Warum ist das denn grün? Wo benutzen wir das denn? Ist ja auch egal, wir haben genug Platz, das schauen wir uns sowieso noch öfter an, das werden wir schon rausfinden. Aber das mit dem Backup-Lebenserhaltungsteil, das finde ich interessant, dann können wir vielleicht die Empfänger nämlich doch aufbauen, je nachdem wie lange das hier hält. Müssen wir mal schauen dann. Gut, jetzt können wir den Helm mitnehmen und die Überreste können wir ebenfalls untersuchen. Hier haben wir eine Zalkin. Und einen Schildverstärker. Das nehmen wir alles mit. So, die Zalkin ist ja im Vergleich so gut wie unsere Waffe scheinbar, oder? Könnten wir direkt ausrüsten. Zerlegen oder nehmen, das werden wir machen. Und wir haben hier den Schildverstärker. Verleiht einen Bonus auf einen oder mehrere Werte, wenn es bei der Entwicklung eines Objekts eingesetzt wird. Ausrüstung plus 2% Max Schildleistung. Ja, die nehmen wir alle. Entschuldigung. Und dann haben wir hier eine Schrotflinte Nahkampfausstattung. Leicht erhöht den Nahkampfschaden deutlich, verringert aber die Magazinkapazität. Plus 13 Nahkampfschaden, minus 12% Schrotflinten Magazinkapazität. Nun, das könnten wir verwerten. Ich glaube nicht, dass wir das benutzen unbedingt. Ich hoffe, das ist jetzt nichts Seltenes, was wir hier verwerten. Denn ich finde 12% auf Kosten der Schrotflinten Magazinkapazität, das ist schon ordentlich. Also 13% Nahkampfschaden ist zwar schön, aber ich denke, wir machen nichts falsch, wenn wir das jetzt mal verwerten. So, wie geht's unserer Gesundheit? Ja, nicht gut, aber das können wir... Die Lebenserhaltung ist im kritischen Bereich. Die Sachen hier können wir schnell noch scannen, denke ich. Dann steigen wir ein und... Ja, Cat erwählt er jetzt. Müssen wir erstmal einsteigen und uns ein wenig regenerieren. Ja, andersrum wäre schön. Ich meine damit, dass wenn wir jetzt zum Beispiel in unser Menü gehen, in das Inventar und hier lesen und wenn wir wiederkommen, dann sind wir komplett regeneriert. Das wäre schön. Verbrauchsobjekte, Forschung, Ressourcen. Ja, ich glaube, dann funktioniert das anders hier mit den Sachen, die wir einsammeln. Ich sagte ja vor geraumer Zeit mal, dass diese, oder vor einigen Folgen, dass das hier ja nicht passt. Wenn wir nur 50 Teile hier oben am Objektlimit sind oder mitnehmen können, dann sind ja 41 und 13 wären dann ja schon 55, 54 und von daher wird das so gar nicht funktionieren. Gemeint ist es wahrscheinlich, Mineralien der gleichen Sorte könnten wir jetzt wahrscheinlich, oder insgesamt Mineralien, könnten wir wahrscheinlich ohne Ende mitnehmen. Ja, das sind 303 mal Aluminium. So wird es funktionieren wahrscheinlich. Das heißt, hier haben wir 2, 4, 6 Sachen. Bei der Forschung gibt es nochmal 4 Sachen dazu, also 10. Ja, und so funktioniert das, glaube ich, auch nicht mit der Rechnung, oder? 2, 4, 15. 2, 4, 15, 20, also... Und 2, 4, 6,
8, 9, 29. Ja, das sind auch keine 50. Ja, dann weiß ich auch nicht. Vielleicht haben wir irgendwas übersehen. Waffen? Nein, ich glaube nicht. Das ist so schon in Ordnung. Irgendwie... Objektlimit. Vielleicht sind 50 Pfund damit gemeint und das Gewicht ist... Nein. Das steht ja... Dann müsste ja ein Gewicht dabei stehen, meine ich. Steht es ja nicht. Naja, wie dem auch sei. Ach ja, bei den Favoriten könnten wir ja mal gucken. Wir haben jetzt den Techniker. Das ist auch der Techniker. Hier oben ist... Achso, das heißt auch immer Favorit 1. Wir werden es nie wieder herausfinden, was wir hier überhaupt haben. Ausgewählt doch werden wir. Moment mal. Dann brauchen wir doch nur hier rein. Nein. Achso, hier in das Favoritenmenü. Ah ja. Techniker haben wir jetzt ausgewählt. Na, was kann er denn besonders gut? Ja klar, das sollen wir uns jetzt alles merken dann, dass das Favorit 1 ist. Oder 3, je nachdem was wir... Was haben wir ausgewählt? Techniker. Techniker ist das hier, also Favorit 2. Favorit 2 kann, ist Techniker und kann bei uns plus 20% Gesamt-Kombo-Schaden, plus 20% Tech-Konstrukt-Gesundheit, plus 20% Tech-Konstrukt-Gesundheitsregeneration, plus 20% Tech-Konstrukt-Schaden, plus 20% Tech-Wiederherstellung und Verteidigung. Außerdem haben wir die Kampfdrohne, eine kleine Drohne, die die Aufladungsrate für Tech-Kräfte verbessert und sich... mit einem EMP-Puls selbst zerstört, wenn Gegner zu nahe kommen. Die verbesserte Aufladungsrate wird durch die Zerstörung aufgehoben. Deswegen ging das so schnell, okay. Ja, aber was sind die anderen Favoriten? Das ist jetzt der Techniker hier. Was ist Favorit 1? Nein, jetzt haben wir den da drauf gelegt. Ach, so ein Quatsch. Das wollten wir gar nicht. Zurück. Zurück. Das ist aber immer noch drauf. Warum können wir die... Was soll das denn? Ach, das ist zu kompliziert für mich. Infiltrator... Was war das denn? Entdecker hatten wir drauf, auf jeden Fall. Was war jetzt der erste Favorit? Hier steht jedes Mal, egal was wir anwählen. Ja gut, es steht hier Favorit. Na, das ist die aktuelle Ausstattung. Techniker. Favorit 1, 2, 3, 4. Das gibt's doch nicht. Infiltrator. Infiltrator haben wir auf 4. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, was der Techniker alles konnte. Frontkämpfer. Ich glaube, Frontkämpfer war das erste. Ja, 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 das war das erste. Das kann nämlich plus 20% Nahkampfschaden, plus 50% Nahkampfstärke, plus 10% Biotik-Aufladetempo, plus 20% Kräfte-Schildkunst. Kostenreduktion plus 10% maximale Schildleistung, absaugender Schlag, Nahkampfangriffe stellen Schilde wieder her. Vor allem hat das biotische Springen und Ausweichen. Verwenden Sie zum Springen und Ausweichen kein Jetpack, sondern Biotik. Genau, und das war auf 1 oben. So, ja, da sind wir der ganzen Geschichte schon mal etwas näher gekommen. Aber das müssen wir uns dann nochmal genauer in einer der nächsten Folgen anschauen. Denn diese Folge ist schon am Ende. Wir haben es wenigstens geschafft, in dieser Folge einmal das Scharfschützengewehr auszuprobieren und eine Gruppe von Get aufzumischen hier. Na, wie geht's uns? Ja, das ist stehen geblieben. Das ist auch gut so.
Also die Heilung ist stehen geblieben, ebenso wie die Verletzung ja auch dann stehen geblieben ist. Haben wir das hier gerade mitgenommen? Das war Titan, oder? Ja, dann darf ich mich nämlich an dieser Stelle bedanken. Wir steigen aber vorsichtshalber mal ein hier. Ich bedanke mich für euer Zusehen. Ich bedanke mich ebenfalls für eure Kommentare und auch lieben Dank für eure Likes, die ihr mir da lasst unter dem Video. Ja, von mir Daumen hoch für euch. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.